Max und Loris, 11 und 10 Jahre, behaupten: Wir erkennen alle Streiche aus Max und Moritz nur anhand eines winzigen Bildausschnitts und sind darin besser als Heiner Lauterbach und Uwe Ochsenknecht. Den Gegnern werden aus 980 Bildausschnitten je 4 Bilder gezeigt, zu denen sie den dazugehörigen Max und Moritz-Reim wortgenau zitieren müssen. Wer mehr Punkte hat, gewinnt. Im Falle eines Gleichstandes entscheidet ein Stechen. Klein gegen Groß. Auf, los geht's. Los! So, Jungs, jetzt kommt der erste Bildausschnitt. Hier ist er. Hier ist eure erste Aufgabe. Das ist für euch der Ausschnitt. Dann legt mal los. Wie hört sich der dazugehörige Reim korrekt an? Schnelle, springt er mit der Elle über seines Hauses Schwelle. Denn schon wieder, ihm zum Schreck, tönt ein lautes Meck, Meck, Meck. Genau so ist es. Korrekt und richtig. Dann haben wir das Gesamtbild und der erste Punkt für Max und Loris. Wir kommen zur Neuverfilmung. Heiner und Uwe, das ist euer erster Bildausschnitt. Meine Damen und Herren, hier im Studio und zu Hause, hier sehen Sie dann auch mal das Gesamtbild. Wir haben uns beraten, Heiner sagt's. Kaum hat dies der Hahn gesehen, fängt er auch schon an zu krähen. Kikeriki, kikeriki, tak, 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 da kommen sie. Genau, ich hätte es genauso gesagt. Das ist richtig! Loris. Es heißt aber kikeriki, kikeriki. Ja. Ja. Kikeriki, kikikeriki. Ja. Ja. Immer aufs kleinste Detail. Ja. Kai, wäre dir nicht aufgefallen, oder? Ja. Ist dem so, ja? Das habe ich glatt überlesen dann. Ist so. Muss man das so genau nehmen? Wortgenau, wie es in den Spielregeln sagt, ja. Also ich glaube, Loris, dieser Einwand war mehr als berechtigt. Und es tut mir leid, Heiner. Ja, also, ja, mir auch. Ja, da habe ich jetzt auch drüber gelesen. Aber den Punkt müssen wir wieder abziehen. Also es bleibt bei einem Punkt für Max und Loris. Und bitte ganz genau jetzt wiedergeben, gleich bei eurer zweiten Aufgabe. Jetzt sind die Jungs erst noch mal dran. Jungs, eure zweite Aufgabe. Ist ja aber schön, ja, genau wie der. Ihr könnt ruhig laut miteinander reden, müsst nicht flüstern, ne? Scheint ein bisschen schwerer zu sein? Ja, wir sind bereit. Ihr seid bereit? Okay, dann bitte die Textauflösung. Aber schon, mit viel Vergnügen sehen Sie die Brezeln liegen. Halt! Heißt es nicht aber bald schon? Nein, nein. Ne? Also, Uwe, ein Versuch war es wert. Man kann es ja mal versuchen. Ja. Versuch. Also, das wären wir noch direkt. Das wären wir auch kriegerisch, ne? Aber bald schon mit Vergnügen. Aber schon mit viel Vergnügen sehen Sie die Brezeln liegen. So ist es korrekt. Zweiter Punkt für euch, Jungs. Das war richtig. Konzentriert euch lieber auf euch selbst. Ja, ich glaube auch. Ist besser. Ist besser. Die zweite Aufgabe für Heiner und Uwe. Hier ist euer Bildausschnitt. Bald im Dorf hinauf, hinunter, hieß es, Böck ist wieder munter. Dieses war der dritte Streich, doch der vierte folgt zugleich. Ich frage erst Loris, bevor ich sage, wir haben bestimmt wieder was zu meckern hier. Ist richtig. Ist richtig? Okay. Ja. Wunderbar. Ja. Dachte schon, es hätte ein Komma gefehlt oder was? Nee, aber Uwe, ich wollte mich noch mal bedanken, dass du auch mitgekommen bist. Ja? Das ist schön, dass du dabei bist. Ja? Weil optisch auf jeden Fall eine Bereicherung. Ja, ich habe ja gesagt, er ist nicht der Trainingsfleißigste. Ja? Okay, dann 2-1, dritte Aufgabe für euch. Ja, da muss ich selber mal kurz gucken. Oh ja, das Bild kenne ich natürlich. Ich darf ja nichts sagen, aber... Mit dem Löffel, groß und schwer, geht es über Spitzen her.
Laut ertönt sein Wehgeschrei, denn er fühlt sich schuldenfrei. Na ja. Das na ja, stimmt, na ja. Das ist richtig. Oh. Die arme Witwe Beute, den Hund verdächtig, ne? Und die Jungs waren es eigentlich, waren schuld. Ja, dritter Punkt für euch. Ja. So, das ist jetzt ein bisschen wie früher, Heiner. Ne? Jetzt fühle ich mich genau wieder wie früher in der Schule. So. Ja. Also gut, ich versuche trotzdem mein Bestes nach wie vor. Jetzt, wir hören erst mal, wie weit Uwe jetzt kommt. Ne? Hm. Bildausschnitt Nummer 3 für euch. Bin ich dran? Ins Nummer. Na ja. Darf ich? Ja, nur wenn du es weißt, optimalerweise. Ich probiere es. Ja, du weißt, um welches Bild es geht. Ja. Gut. Max und Moritz. Dann lösen wir auf. Knusper, knasper, wie zwei Mäuse, fressen sie durch das Gehäuse. Das stimmt. Jawohl. Oh. Diesmal ist es kein Fehler. Und das ist mein Lieblingsbildausschnitt. Oh, jetzt bin ich ja erleichtert. 3-2 steht's. So, Jungs. Euer letztes Bild. Hier ist euer vierter Bildausschnitt. Okay. Ja, das ist Onkel Not genau im Streichdrei, der gerade die von den Käfern, ja, genau, von den Käfern tötet. Gut, ihr seid bereit? Gut, dann haut rein. Onkel Fritz in dieser Not haut und trampelt alles tot. Da kann ich nichts gegen sagen. Das stimmt. Jawohl. Gewonnen. Die ganzen Käfer, die wilden Kerle bei ihm im Bett versteckt haben. Ja, so sieht's aus. Das ist das Auflösungsbild. Und jetzt kommt Heiner und Uwe. Euer viertes. Gebe zu, der hat noch mal ein gewisses Fehlerpotenzial. Was denn? Du? Mach du. Soll ich wieder aushelfen? Ja. Jetzt weiß das wieder nicht, ne? Ja, Vorsicht, Achtung. Ricke, Racke, Ricke, Racke. Geht die Mühle mit Geknacke. So. Lieber Uwe, muss dir sagen, das stimmt. Ja. Ja. Aber auch wenn das stimmt, ist die bittere Erkenntnis aus diesem mini kleinen Anfangsfehler leider. Aus einem Key. Ja, aus einem Key wurde schlussendlich damit für euch ein Sieg, 4-3 für Loris und Max. Die Sieger im Max- und Moritz-Duell. Wenn ihr noch mehr coole Challenges sehen wollt, dann gibt es die hier in der Mediathek und hier gibt es das nächste Video. Also abonniert den Kanal und denkt an die Glocke.